Hallöchen ihr Lieben, so herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Ich fange einfach schon mal wieder an zu sieben. Da sind wir ja stehen geblieben in der letzten Folge. Und ja. Wir sind eigentlich nur auf der Suche nach Ancient Seeds. Ancient Spores, nicht Seeds. Bohren und Samen. Ich glaube, das war wieder Kakao, ne? Ja, wir haben aber hinten schon einmal Kakao angepflanzt. Das reicht jetzt erstmal, dass zumindest schon mal was da entsteht. Diese Exotic Seeds, das sind glaube ich auch schon mal diese Jungle Trees dann. Ob es nur Jungle Trees sind, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob da auch andere Sachen rauskommen können. Wir haben ein Shocking Achievement bekommen. Das sind glaube ich, wenn diese geladenen Quarz-Dinger da sind. Was man mit denen machen kann, weiß ich aber ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe die anderen Quarzsteine immer früher benutzt, wenn ich Feed the Beast gespielt habe, um Erze abzubauen. Denn das geht mit Quarz eigentlich relativ gut, bis auf Diamant, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da brauchten wir... Nee. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die meisten Erze konnte man auch mit Quarz abbauen. Und Quarz findet man eigentlich in der Regel mega viel. Und so habe ich das da immer verwendet. Es macht mich gerade so... Doch, da haben wir... So, jetzt gehen wir uns da noch die Erde abholen, die wir hier gerade eben schon... errungen haben quasi. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht irgendwo noch andere Erde rumliegen? Da nicht. Da auch nicht. Hier war nichts drin eben. Nö, dann würde ich, denke ich mal sagen, haben wir da keine mehr. Daneben bauen wäre jetzt doof. Da dran bauen wäre auch doof. Ich glaube, wir bauen uns nach hier hinten raus. Bin nur gerade am überlegen, ob ich mich erst ein bisschen leer mache. Bevor ich da nachher runtersegel. Vielleicht sollten wir das auch da dran setzen. Ich denke, ich werde jetzt mal eben die wichtigen Sachen hier reinpacken. Beziehungsweise hier, das ist sowieso Erzzeug. Ach komm, packen wir den ganzen Tritt jetzt erstmal da rein. Bevor wir runtersegeln. So, theoretisch brauchen wir da nachher keine Fackeln. Denn theopraktisch ist es so, dass auf Myzel keine Monster spawnen, zumindest bei Feed the Beast. Wenn man da in einem Pilzbiom ist mit Myzel, da spawnt absolut rein gar nichts drauf. Das ist immer gut, wenn man sich da drin ausbaut. Dann ist man monstersicher für die erste Zeit und kann schön erstmal sich was aufbauen und sich dann so ausweiten, dass man auch in anderen Geländen aktiv werden kann. So, ich setze jetzt auch direkt hier die Erde hin. Nichts drunter, nichts drauf. Also, ne, wenn wir runterfallen, fallen wir runter quasi. Wir werden das Ganze dann später unten runter noch ausbauen. Ich werde unten halt Steine auffüllen immer. Das ist irgendwie so wirklich, dass ich mich daran halten mag, dass hier das quasi unsere Ebene ist. Eigentlich müssten wir noch eins tiefer gehen, damit wir auf der normalen Wasserebene von Minecraft sind. Aber so ganz genau nehme ich das jetzt auch nicht. Von mir aus ist das jetzt halt hier unsere Wasserebene. So. Das war es auf jeden Fall an der Stelle. Ich glaube, ich hatte aber doch F7 eben aktiviert. Hab's wohl wieder ausgeschaltet. So, zwei reichen hier und dann gehen wir jetzt das Myzel-Dings holen. Ancient Spores, so. Die setzen wir jetzt hier hin und dann breitet sich das Ganze aus. Und wenn wir dann hier so eine gewisse Fläche Myzel haben, dann kommen da die Barrels drauf und aus den Barrels heraus. Machen wir dann. Da können wir den Stein noch mit runternehmen. Können wir den direkt wieder auffüllen. Aus den Barrels heraus machen wir dann Witchwater und das Witchwater nutzen wir dann, um Nether-Zeugs zu bekommen. Ja. Hat auch irgendwo so ein Wandding, aber ich glaube, das habe ich jetzt oben gelassen. Also machen wir das jetzt mal eben so. Ich möchte jetzt erstmal nur die Fläche hier auffüllen, damit wir Stück für Stück so langsam die untere Ebene weiter ausbauen. Und wenn ich jetzt schon wieder hochrenne, nee, da ehrlich gesagt keine Lust gerade drauf, dann mache ich das lieber mal ganz manuell wie früher. Ich meine, früher hatten wir sowas auch nicht wie so ein Wandding. Da haben wir alles so aufgebaut. Also back to the roots quasi. Oh, das war zu schnell. Muss nur dran denken, gleich halt Fackeln zu setzen. Den müssen wir nachher dann wieder abbauen. So.
Ja, wobei abhauen passt eigentlich auch ganz gut, denn wir hauen ja drauf. Also ich bin immer noch bei dem Wir. Da habe ich schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Das ist irgendwie voll die Krankheit. Sind das irgendwo manchmal schlimm? Das ist genau so, als wenn ich hier die ganze Zeit erzählen würde, er macht das jetzt oder er macht das. Ich kenne wirklich Leute, die, muss ich sagen, die reden echt in der dritten Person von sich. Nicht böswillig gemeint oder überheblich bei denen, das ist einfach nur wirklich voll bei denen drin. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen, aber es ist so. Er mag das jetzt nicht. Ist manchmal echt lustig. Habt ihr das auch, dass ihr so Leute habt, die sowas machen, oder ist das nicht so weit verbreitet, dass das wirklich mehr so ein Zufall ist, dass es das hier gibt? Ist ja schon wieder Fallnacht. Die Zeit rennt weg, ich sag es ja. Ich würde so gern so vieles machen, aber die Folgen sind einfach immer viel zu kurz. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so in 20-Minuten-Folgen immer mache. Ich muss nur irgendwie mal hier vorankommen, das ist sonst. Macht mich das kirre. Ich bin extra schon nebenbei immer in einer anderen Welt noch am Spielen, damit ich so ein bisschen meine Sucht befriedigt kriege, quasi. Es macht mir einfach mega Spaß und zum Abschalten ist das echt ein gutes Spiel. Na, schon wieder einen falsch gesetzt. Naja, egal. So, hell genug ist es. Und wir haben jetzt hier schon mal eine Fläche. Das ist geil. So. Achso, hier haben wir direkt noch mehr. Den können wir ja dann auch nochmal verbauen. Ach, so liebe ich das. Ich glaube, von diesen Akkuöfen werde ich ja noch ein paar bauen. Dass wir überall dann so ein bisschen, weil die Welt, die wird ja immer größer werden. Die Welt, die wird, glaube ich, später richtig riesig werden. Und ich möchte auch ganz ehrlich gesagt dann wirklich mal hingehen, wenn wir dann ein bisschen Platz geschaffen haben auf Dauer. Wenn ich ein bisschen Platz geschaffen habe, Mann, verdammt. Dann auch mal so ein bisschen in größeren Dimensionen was aufzubauen. So, das läuft soweit. Schafe, Hühner. It wird. Das war diese komische. Genau, meine Dings da. Und das ist Lava. Geil. Oh, da, seht ihr mal. Da ist das Myzel schon gewachsen. Das geht ja schnell. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Geh mal eben ins Bettchen. Dann gucke ich nochmal nach, was unser. Das ist auch gut. Okay, Plan umgestellt. Ich gehe jetzt erstmal das Feld gleich dann abernten. Beziehungsweise hier vorne das auch. Und dann gehe ich nochmal gucken, was in der Truhe drin ist. Irgendwie bin ich da neugierig, was sich da so ergeben hat. Aber hier ist wieder irgendein Vieh drauf rumgesprungen. Brrr. Und da auch, toll. Es ist doch Käse, Leute. Warum macht er das denn? Dann muss ich die Felder ja noch einzäunen, was? Aber dafür hätte ich dann gern das Netherquarz, dass das so ein bisschen da drunter ist. Und dann müssen wir mal gucken. Fichtensetzlinge müsste ich da nochmal haben. Also würde ich gerne haben. Denn ich hätte ganz gerne dann dunkles Holz auf den weißen Steinen, damit da so ein Kontrast entsteht. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie immer so kontrastsüchtig. Das reicht doch schon mal wieder für so einen Akkuofen. Na, magere Ausbeute. Ich weiß auch nicht, bin ich ehrlich, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Ob immer alles in die Trichter reinfällt, vielleicht müssten wir da auch nochmal Trichter hinsetzen, das weiß ich halt nicht genau. Unser Kakao. Mein Kakao. So. Meins. Alles meins. So. Das sieht doch schon schick aus. Wir kriegen so langsam Sachen zusammen. Ja, genau. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Lava mit Blut mische? Geht das überhaupt? Nö. Nee. Scheinbar paaren die sich so untereinander nicht. Also es gibt da wohl keine Kreuzungen an sich. Aber man kann die anlocken. Das heißt, wir sollten, also ich sollte mal schauen, dass auf Dauer wirklich mehr Erde entsteht. Das werden wir aber über die Pflanzen dann nachher machen. Oder wir müssten nochmal so eine Baumattacke machen. Was haben wir denn hier noch an Zeugs drin gehabt? Ah, viel ist es nicht, aber gut. Da werden wir wohl keinen Preis für kriegen. So, die Würmchen könnte man im Prinzip auch sammeln und vernichtend da reinschmeißen. Oh, da wäre noch eine Schere gewesen, habe ich gerade gesehen.
So, Fichtensamen haben wir, glaube ich, gar keine. Ne? Melonen, Kaktus, Akazie. Oh, hier hatten wir noch Kakao. Aber den hängen wir dann mal hinten mit dran. Rubber Tree und Ahorn. Aus Ahorn werden, glaube ich, diese Eichen ganz normal. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon getestet. Ich habe das beim letzten Mal getestet. Wow. Also das möchte ich ganz gerne rauskriegen. Nicht wundern, wenn ich jetzt öfters mal dann meine Satzstellung umstelle. Aber ich will das ehrlich gesagt komplett raus haben. Ach so, hier haben wir ja nicht mehr so viel, weil hier in Lava, ne? Passiert denn hier was? Nee, kann ja gar nicht. Wo bin ich in dem Lack? Das funktioniert so auch nicht, ne? Nee. Das ist ja sehr intelligent hier. Das ist ja wieder äußerst, äußerst, äußerst intelligent. So, das geht dann nicht so schnell, aber wenigstens überhaupt etwas, dass wir das hier mal fertig dann kriegen. Ja, Schmeißhörn vom Himmel, ehrlich. Hat mich denn da geritten? Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich denke mal, dass wir so langsam. Nehmen wir die direkt. Die braucht man nicht wirklich, ne? Eigentlich nicht. Ich hatte aber irgendwo doch Werkzeug. Damit geht das schneller. Das können wir nochmal eben reparieren. Habe ich hier keine Knochen zwischengepackt? Bitte, bitte, bitte. Das geht ja gar nicht. Geht das nicht? Nö, 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 nö. So. Solange das Ding noch kein Self-Repair hat. So. Sand haben wir auch noch, ne? Sand haben wir auch noch, sehr schön. Und ich denke, den Eimer, den haben wir mit hier reingepackt. Dort. So. Können wir das nämlich jetzt hier schon mal schön dahin stellen, wo viel Myzel ist. Machen wir es mal so, dann kann ich immer ein bisschen dazwischen laufen. Muss mir dann nur auf Dauer mal mehr machen. Dann geht das relativ schnell mit dem Umtransformieren. Ihr seht das schon. Na? Das geht schon mal. Das geht auch. So. Und dann ist das nämlich relativ schnell hier umgewandelt. Und so haben wir dann schon unser ersten Soul Sand. Schade, dass das. Ich habe doch Eisen gehabt, so in Massen, ne? Massen nicht, also noch nicht so richtig massenhaft. Aber ein paar mehr Eimer sind da schon drin. Zack. 1, 2, 3. Ah, und Pilze kommen hier, das finde ich immer so lustig. Habe ich den gerade eben schon wieder aufgefüllt? Okay. Wieder so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. So, dann kriegen wir nämlich auch im Prinzip schöne leckere Pilzsuppe machen. Ein Eimer wäre natürlich schöner, wenn wir den noch extra hätten. Aber hier kommen wir relativ schnell so dran. Sehr gut. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Muss mal so ein bisschen noch die Uhr im Auge behalten. Oh, da ist noch Sand drauf. So, mal gucken, was wir da rauskriegen. Weil wir könnten ja auch zwischen. Ich glaube, das war schon mal Quarz. Sehr gut. Dann wäre es aber eventuell noch geschickter, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man Wasser und Sand bei den Dingern automatisch befüllt. Da müssen wir mal schauen. Aber das sind auch so Sachen, die kann ich ja mal so nebenbei machen. Blutsetzling, lavaresistent. Wo wächst der? On the Sailing. Gut ist mein Englisch dann doch nicht, dass ich da jetzt direkt was mit anfangen könnte. Weiß noch nicht mal, ob das Sailing, also Sailing wird es wahrscheinlich nicht heißen, weil das wäre ja Segeln. Wahrscheinlich irgendwie Sealing oder sowas, aber was das jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Ich muss nur mal schauen. Ich glaube, wenn ich hier nämlich falsch laufe, dann bin ich ganz schnell unten. Muss man dann noch ein apropos unten.
Unten, da wächst ja noch unser Pflänzchen daran hier. Und ihr seht schon, die Kohle wird gar nicht so schnell verbraucht. Das ist schon ziemlich geil. Wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann bin ich gleich weg vom Fenster. Dann verliere ich voll viel Gutes. Hey. Liebe das Risiko manchmal viel zu sehr. Ich meine, solange man sich festhält, geht es, aber einmal losgelassen, dann ist alles vorbei. Muss mal hingucken, Fackel. Soll jetzt auch erstmal nur so sein, falls ich hier mal zu schnell laufe, dass ich hier nicht direkt voll runtersegel. Für mehr ist das jetzt hier gerade nicht gedacht. Ja. Nur wenn ich mal hier so eckenmäßig dann da drüber tapsel. Ich weiß auch nicht, sollten wir hier mit normalem auffüllen. Bin ich noch etwas unschlüssig. So, aber ihr seht auch, bis ich genug Netherquarz zusammen habe, das dauert leider ein bisschen. In der Zeit kann da hinten allerdings sein, oh ja, ist auch schon gut gewachsen. Sind schon mindestens wieder vier von den Minikyo fertig. Das geht aber zum Glück jetzt hier relativ schnell durch das ganze Myzel. Am Anfang habe ich immer nur ein so ein Myzel-Ding gebaut und mich gewundert, warum das so lange dauert. Und dann hatte ich irgendwann Erde dran gesetzt, dann kam mehr Myzel und dann ging das auf einmal so flott. Und ich, was ist denn jetzt los? Bis ich dann gemerkt habe, halt, je mehr Myzel da ist, desto schneller geht das. Und die Pilze sind natürlich jetzt auch schon krass. Ich weiß nur nicht, ob man die nur für Pilzsuppe hier verwenden kann oder fürs Brauen. Beziehungsweise was man hier Tolles dann draus brauen kann. Da müssen wir mal schauen. Also muss ich da mal nachschauen. Ihr werdet sehen, ich werde nachschauen. Aber nicht jetzt. Dann gehen wir jetzt nochmal eine Runde 7. Komm, werd fertig. Die letzten zwei mache ich jetzt nicht. Sups. Aber 20 Soul Sand, das ist ja auch schon ein bisschen was. Was kam da? Ah, Netherwarzen. Seht ihr, die können wir dann auch schon mal anpflanzen. Ich glaube, das mache ich dann in der Myzel-Ecke da vorne. Dass wir uns da so ein Pilzbiom-Dingsland. Vielleicht sollten wir das auf Dauer auch trennen, so ein bisschen, aber. Alleine was an Erde und alles noch gebraucht wird, um mal Berge zu bauen, Wälder, ein paar Flüsse dazwischen hinzukriegen. Ich möchte ja hier in der Welt, weiß nicht, wo ihr drauf scharf seid, aber ich möchte hier in der Welt nicht nur diese ganzen Automatik-Sachen hinkriegen. Klar, das mit der Zeit auch, aber ich würde auch ganz gerne so eine kleine Welt schaffen, die vielleicht dann auch richtig cool aussieht. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, wenn man dann wirklich mal irgendwo bei Folge 200, 300 angekommen ist und mal so zurückschaut, wie sich die ganze Welt dann entwickelt hat mit der Zeit. Ich glaube, das ist richtig geil. Schön wäre das natürlich, wenn man das dann in so einem Timelapse-Zeitraffer mal sehen würde. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht hier noch rein. So, was sagt denn überhaupt die Uhr? Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich mal eben ins Bettchen, damit es hell ist. Und dann können wir uns hier schon mal hinsetzen. Eisen? Achso, das war noch von hinten. Ja, gut. Was ist das für ein Setzling? Darkwood Sapling. Kalky Apples. Kalkige Äpfel? Oder was soll das heißen? Stelle ich mir irgendwie komisch vor, kalkige Äpfel. Fangen wir mal hier an. Was jetzt runterfällt, fällt runter. Mein Gott, Holz kriegen wir nach. Entschuldigt. Das war wieder mein Magen. So. Das sieht doch schon mal schick aus. Ich könnte da auch andere Sachen draus machen, das weiß ich. Aber ich mag das lieber gerade so naturgemäß. Weil die kann man ja auch noch umformen und mit einem Schissel, also einem Meißel, müsste man die auch bearbeiten können. So, mein Plan wäre aber, das so ein bisschen einzu dämmen, weil das dann schön passt, dieses Hell-Dunkel und dann da vielleicht noch mal dunkles Holz drauf. Ich gehe jetzt noch mal eben abernten. Das könnte ich mir halt gut vorstellen. Nur ob die Felder dann auf Dauer in der Größe bleiben, das weiß ich halt auch noch nicht. Kann auch sein, dass die mit der Zeit noch größer werden. Das müssen wir dann gucken.
Wie das mit der Zeit entsteht. Da. Och, jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, weil sonst hier immer Holz war, ne? Uff, das ist hell, da geht's runter oder so, aber. War dann nicht der Fall. So, das packen alles da rein. Sehr schön. Drei haben wir auch schon wieder. Das Crushed Iron Zeug, das gehört hier noch rein. Nether und Eisen packe ich hier rein. Und da machen wir dann mal irgendwie noch eine separate Truhe auf Dauer. Das packe ich jetzt erstmal, glaube ich, hier mit rein. Ja. Das passt hier nicht mit rein. Ich weiß, da werden wir wieder umräumen müssen, aber gut. So, ha, da seht ihr das mal. Jetzt, komm, gucken wir mal live an. Und rein. Das war irgendwie so ein Mannequin. Der hat uns seinen Knochen da gelassen. Die Knochen könnten wir im Prinzip auch hier mit reinschmeißen. Die kann man auch umformen, aber nutzt sie lieber anders. Ja, aber wir sind schon bei 21 Minuten. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und bis zur nächsten Folge. Weiterhin viel Spaß auf YouTube. Tschüss!